So, nachdem wir jetzt die Kleiderordnung aufgeregelt haben und Nico anständig angezogen ist. Natürlich, was denkst du denn? Ach ja! Liebe noch nicht Mitglieder, liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder, wir haben es mal wieder geschafft, den ersten Teil des kleinsten Schützenfests der Welt abzuarbeiten. Das steht in einer Zeitung, also das ist jetzt eingebrannt in die Geschichte. Das wirklich kleinste Schützenfest der Welt. Das allerkleinste. Aber ich denke mal, wir haben es wieder gut auf die Reihe gekriegt. Ich habe mir von dem Servicepersonal sagen lassen, es haben 48 Leute am Preisschießen teilgenommen. Schützinnen und Schützen, 18 haben auf den König geschossen und 10 auf die Königin. An dem letzten Ergebnis müssen wir ein bisschen arbeiten, aber ansonsten denke ich, ist das schon nicht schlecht für einen Verein unserer Größe. So eine Veranstaltung wie heute und gestern ist keine One-Man-Show. Ich möchte deswegen auch Danke sagen bei allen Helferinnen und Helfern, die da drin geschwitzt haben und ausgewertet haben, die Getränke organisiert und ausgegeben haben, die Torten gebacken und verteilt haben. Natürlich auch Dankeschön an die Feuerwehr. Die Feuerwehr hat uns wie immer unterstützt. Diesmal brauchten wir nicht so viele Bierzeltgarnituren, weil wir hatten einen Sponsor. Dimitrios hat uns 31 Stühle und 4 Tische überlassen. 21. Deswegen hatten wir die Chance, wir konnten heute alle gemütlich oder gestern alle gemütlich sitzen. Ich denke mal, mit den Stühlen ist es doch ein bisschen angenehmer wie auf den Bierzeltgarnituren. Wir hatten natürlich auch Leute am Grill, die dafür gesorgt haben, dass wir bei den anstrengenden Schießwettbewerben nicht verhungert sind. Ich hoffe, dass nach dem Verteilen der Preise der Grill noch geöffnet ist, weil ich habe noch nichts gegessen. Aber fällt nicht auf. Danke. Danke. Das war nur der Elfmeter zurück von vorhin. Du kannst den Mund auch nicht rein. Du bist so nett zu mir. Warte mal den Donnerstag ab. Ja, ich hoffe, ich habe alle, die hier aktiv waren, erwähnt. Sollte ich einen vergessen haben, Dankeschön an alle. Danken möchte ich natürlich auch einigen Spendern. Weil im letzten Jahr hat Eik die Damenscheibe gesponsert. Er hätte es auch gleich behalten können. Ne? In diesem Jahr haben Heinz Steiner und Werner Spann gesagt, wir wollen auch mal eine Scheibe sponsern. Das heißt also, die diesjährige Königin-Scheibe ist finanziert von Heinz Steiner und Werner Spann. Herzlichen Dank dafür. Ein Dauersponsor, der malt die nicht nur, sondern wie für einen König macht er immer umsonst. Oh. Hey. 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 Er malt sie kostenlos. Adolf, vielen Dank für viele, viele schöne Scheiben, die du schon für Bad Rio gemalt hast. Solange die Hand noch ruhig ist, mach ich doch. Ja, dann möchte ich auch Danke sagen. Wir haben eine erkleckliche Anzahl von Preisen auf dem Tisch stehen. Davon sind 6 Flaschen von Birgit und Winfried Sinsch gesponsert worden. Ich habe mir vorhin schon wir haben uns schon darüber geeinigt, wer welche Flasche nimmt, und wir setzen uns irgendwo ruhig in die Ecke. Auf jeden Fall herzlichen Dank an euch beiden. Ich hätte jetzt sagen können, fast die jüngsten Mitglieder im Schützenverein Bad Rehburg, aber ihr seid vorhin überholt worden. Ja, wir haben jetzt einen Schweizer in unseren Reihen.
8 Jahre alt. Trautchen Lüttgart, ihren Enkel, ist beim Schützenverein angemeldet. Vorhin waren sie noch da, aber sie haben noch andere Termine. Sie müssen noch stillen. Ja, wie wir jetzt zum Ernst der Veranstaltung kommen, möchte ich noch darauf hinweisen, am Freitag um 17 Uhr, also nächste Woche, trifft man sich bei der Feuerwehr am Feuerwehrhaus. Pünktlich um 17.02 Uhr, wird das nie, aber soll es vielleicht losgehen. Der Spielmannszug Münchenhagen hat zugesagt, sie werden dort uns wieder musikalisch begleiten. Ein Novum, unsere Feuerwehr hat zugesagt, sie marschieren mit. Weil die Münchenhäger machen. Das sind für mich Münchenhäger. Die Münchenhagener Feuerwehr, das klingt doch scheiße. Die Münchenhäger Feuerwehr, hat die Batterieuhr beim Schützen des Nahes geholfen. Die helfen jetzt hier aus mit dem Absperren. Finde ich ganz toll. Das heißt, der Zug wird eine hoffentlich große Menge an Personen aufweisen. Eingeladen, ich habe zwar noch keine Rückmeldung, sind unsere Schützenschwestern und Brüder aus Mardorf, Winzler und Siebenbrücke. Ich gehe davon aus, sie werden erscheinen. Wir werden dann die alte Königin und den alten König abholen, wobei alt in Anführungszeichen zu setzen ist, um dann die neuen zu proklamieren. Ja, und damit bin ich beim Thema. Wir haben neue Majestäten. War eigentlich zu erwarten nach heutigem Schießen. Den einen kann man schon erkennen, der musste sich mit Nico erstmal die Bekleidung teilen. Thomas, komm her. Thomas Sissing, unser dritter König. Auch in diesem Jahr brauchen wir die Schinkenburg-Regelung nicht greifen zu lassen, weil Wilfried Sandelmann ist nur Zweiter. Hey. Ja, und dann haben wir einen Wiederholungstäter. Ich habe vorhin schon zu ihm gesagt, den können wir dieses Jahr immer auf der anständigen Straße hin und zurück. Beim letzten Mal war die Straße noch in Ordnung, sage ich, aber nicht beim Abholen. Unser neuer König Jürgen Gierke. Ja, und bei den Damen war das eine etwas schwierige Geburt. Weil es gab Zeiten, da haben wir darüber nachgedacht, wir würfeln das jetzt aus. Aber es gab denn doch noch ein sehr spannendes Stechen, weil einige unserer Schützenschwestern haben dann noch gezeigt, dass sie wirklich schießen können. Was soll das denn? Und manchmal hatte ich das Gefühl, sie waren dann doch unheimlich nervös. Wir haben eine neue dritte Königin. Ich will jetzt nicht sagen, sie ist eigentlich darauf eingeschossen. Das ist meine Frau Birgit. Weil die war nie nicht nervös. Nee, nie nicht, ne? Dann haben wir eine amtierende Königin. Das ist die Heike. Die macht diesmal den zweiten. Jürgen! Jürgen, du musst aber dazu sagen, dass sie nicht durfte. Sie hätte gekonnt, aber sie durfte nicht, weil sie war letztes Jahr. Ja, und dann haben wir jetzt eine leichte Überraschung. Weil vor 10 Jahren, glaube ich, oder 15 Jahren, hätte niemand daran gedacht, dass jemand aus der Gartenstraße Königin wird. Ja! Kinder, Thomas, neue Königin! Herzlichen Glückwunsch!
Ja, vor allem, weil ich so bin. Was ist daneben dazu? Ja, sieht aus wie Fußball. Ja, aber da hat das schon mal wieder. Ja, du willst ein Foto und jetzt kommst du, oder? Aber nicht zu tief, ne? Hier ist alles erlaubt. Aber ja. Nicht tief. Bis hierhin ist alles erlaubt, darunter nicht.